Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der zweiten Folge von Portal Knights zusammen mit dem Hamsen. Moin Leute. Ja, wir befinden uns jetzt in der zweiten Welt, sind gerade aus dem Tutorial-Gebiet quasi rüber gereist und sehen hier ein paar Edelsteine. Da hinten schon ein grün, da ist das Goblin Ork oder was auch immer. Ja, ich glaube, Goblin ist also nicht hier. Ja, und gucken uns mal hier um. Kupfer gibt es Und vor allen haben Dingen. hier auch schon Kakteen, die eigentlich dann Wasser bringen müssen, womit wir uns dann nachher Heiltränke herstellen können. Ja gut, Wasser, ich habe schon ein bisschen Wasser in der Tasche von Achso, der okay. ersten Welt, von den Pilzen oder von irgendwelchen. Ja, Alter, ich habe hier eine riesen Ader gefunden. Hier, jetzt kann ich euch mal zeigen, zum Beispiel, wie das aussieht. In First Person, weil ich finde, First Person ist das Beste zum Erze abbauen. Da sieht man nämlich so richtig schön, wo noch was ist. Man kann sich so richtig da reingraben. Ich glaube, diesen rohen Stromquarzkram brauchen wir für zum Beispiel irgendwie die Zauber oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und wir kriegen ja auch, wie ihr seht, durchs Abbauen davon auch die blauen Portalsteinfragmente teilweise. Bringt uns also alles weiter. Scheiße, meine Spitzhacke ist kaputt und ich habe keine Steine zum Heile machen. Glaube, ich habe auch keine. Ich guck mal kurz. Nee, Steine habe ich auch nicht. Schleifsteine auch nicht, ne? Nee. Die sind noch am Anfang so wenig. Ja, da hätten wir ein paar mehr auf Vorrat machen müssen. Das Portal kann ich auch nicht abschlagen. Hier ist auch nix. Schickraum. Da Zum sind nicht nur noch, hier ist Schickraum. so ein Dungeon, soll man den mal vielleicht erkunden? Vielleicht ist da irgendwo ein Sockel oder so. Ja, lass uns das mal tun. Wenn nicht, müssen wir einmal zu. Da waren. Ah, ihr seht jetzt, das Vieh da dauert schon ein bisschen länger. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich es getroffen hatte, Magie. So, Stufenaufstieg, das heißt, wir sind wieder resozialisiert, wollte ich schon sagen. Ich glaube, ich habe eben nicht getroffen, Magie, deswegen. Ne, ich bin noch nicht aufgestiegen, du bist aufgestiegen. Da ist einer! Oh nein, den habe ich eingenommen, warte. Was? Hier, ich werfe dir einen auf den Boden, Schlafstein. Okay. Der Gegner gedroppt. Sehr gut, danke. Also, ich finde immer noch den Assassinen. Der ist einfach am besten, ne? Ja. Also, so erstmal für den Anfang auch am leichtesten. Auf jeden Fall mit Oh, seiner. warte! Wo ist denn die Sau? So, dann mache ich einmal Stufenaufstieg C. Gute Idee. Genau, und dann sieht man eben, ich bin jetzt hier Magier, Stufe 2. An der Seite sieht man dann unten die Attribute, also Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz. Die werden dann alle gesteigert plus 3. Und daneben sind dann die Talente, die sich dann von der Klasse unterscheiden. Also bei mir ist es jetzt Verzauberter Verstand, erhöht Intelligenz um 30%. Bei mir erhöht Beim Beweglichkeit Magier. um 30. Genau, da werden dann immer die Attribute dann. Oh, ich habe schon eine Made gehört. Mein Dresden ist zwar direkt neben dir noch immer. Hat sich nur eingebuddelt. Man muss echt später überlegen, wenn man sich sein Haus baut. Wir haben ja schon einmal ein Haus gebaut, so testweise. Das verbraucht echt ganz schön viel Ressourcen. Ne? Ah, die Sau hat sich schon wieder eingebuddelt. Und ob man dann nicht irgendwie loszieht wieder und hier diese ganzen Anfangsdinger so ein bisschen ausbeutet. Gerade hier, wenn ich diese ganzen Laternen hier so hängen sehe. Was ist denn das? Guckt euch das mal an. Hier ist ein Erzstein, der schwebt einfach so in der Luft. Ah ja, hier ist eine Kiste wieder. Mach da wieder mal rein. War natürlich keine. Diesmal waren natürlich keine Schleifsteine drin. Ja gut, hätte ja sein gekonnt.
Und ganz oft ist es halt irgendwie so, dass hier hinter den Wänden noch irgendwo was weitergeht, aber. Das sieht man dann meist so ein bisschen durchschimmern. Echt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wenn die da nicht richtig hintereinander sitzen, sind die dann auch beleuchtet, aber. Scheint wohl nicht so. Ich glaube die Laternen hier alle. Ja, und hier geht's runter. Echt? Ja. Sehr gut. In der Tat. Und ich überlege noch. Schön. Hat sich gelohnt. Okay. Zell. Komm's. Jo, dann müssen wir uns hier wohl mal wieder raus. Aber wir können auch porten, ne? Ich bräuchte dann auch Schleifsteine. Dann noch einmal ja, zurück. Dann ist die Frage genau, was wollen wir in dieser Welt noch tun? Was habe ich denn da auf 6 gesammelt? Der Welt muss auf jeden Fall, wenn man auf die Map Kohle. Geht. Hast du auch schon Kohle? Ein Portal, der das abgeht. Was? Man kann auch hier zum Beispiel sehen, welche Tiere hier vorkommen, welche Pflanzen und welche Erze. Aber ich habe irgendwie einen Kohle, aber ich habe gar keinen. Hier gibt es ja gar keinen Kohle in dieser Welt. Vielleicht die Truhe gedroppt. Ja, das mag sein. Ja, gut, was wollen wir tun? Wollen wir noch ein bisschen Kupfererz hier kurz schlagen und dann versuchen, das Metall zusammenzusetzen? Ja, kann man machen. Viel kämpfen kann ich nicht mehr. Wieso? Die Energie meines Stabes fast verbraucht ist. So. Kein Mana. Weil ich Und abbauen gibt halt auch Erfahrungspunkte. Hier sind jetzt natürlich schon diese Knochenköpfe, die würde ich am liebsten erst machen. Wenn wir wirklich kampfbereit sind. Oder ich probiere mich auch oben rauf zu stellen und so. Und oben so ein bisschen Assassinen-mäßig wegzuhauen. Ah. Schurke. Der Fernkämpfer. Hier leuchtet es beispielsweise durch. Echt? Ach so, so meinst du das? Oh, ich habe das eine Vieh gepult, aus Versehen. Oh, jetzt ist es rot. Ah, schön ein bisschen kiten. Freundlicherweise bleibt er immer kurz vorher stehen, bevor er irgendwas macht. Aber das ist, hä? Das ist genau das gleiche, wo wir gerade schon mal waren. Ja gut, das mag ich ja sagen. Ne? Okay. Aber das bedeutet, hier ist noch eine Lampe. Ja, nochmal eine erste Welt, um uns ein wenig zu auszurüsten. Oder wie viele Portalsteinfragmente hast du denn? Ich könnte ein paar mehr herstellen. Ich könnte auch nämlich welche bauen. So, ich hab schon 6. Gestellt und ich habe auch 6, ja. Nice, dann lass uns doch gleich weiterreisen. Also gehen wir dann in die nächste Welt. Ja. Ich versuche mal meine Setzlinge hier loszuwerden, die ich nicht brauche unbedingt. Ich habe noch einen, okay. Ja, mach du dann. Hast du wieder einen Slot frei? Das Schöne ist, man kann inzwischen wenigstens Sachen droppen. Ich weiß gar nicht, ob das früher funktioniert hat. Das weiß ich auch. Aber das macht es natürlich ein bisschen einfacher, das ganze Zeug so zu organisieren. Ja, direkt tauschen oder handeln geht immer noch nicht. Das heißt immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal implementiert werden soll. Das weiß ich auch nicht.
Ja, aber hier sind auf jeden Fall schon Elektroköpfe und ich Ja, meine das sind Steine. Elektroköpfe. Ja. Steine? Ja, Steine sind sehr gut. Lass uns erstmal ein bisschen an den Steinen hier vergehen. Oh, hier mit irgendeinem Stress anfangen. Gut. Am Anfang kann man auf jeden Fall hier noch sich diese Sachen auf die Quickleiste legen, denn ab und an ist man doch noch mal ein wenig schwächlich auf der Brust und dann kann man sich mal so schon selber heilen. Mit dem Korn oder mit der Agave da. Die Schleifsteine sind leider schnell verbraucht. Ich hatte jetzt irgendwie 5 Stück und die sind alle drauf gegangen. Aber das sind ja noch genug. Noch genug Stein. Allerdings. Ja, wenn das nämlich quasi ja die Haltbarkeit runtergeht, dann dauert einfach das Abbauen länger und der Schaden wird vermindert. Ja. Um es mal so zu erklären, warum wir das überhaupt machen. Weil zerstört wieder nicht. Ne, genau, man, netterweise verliert man das nicht. Oh, hier ist Kohle. Und Kohle und Kupfer zusammen sind natürlich schon die Fahrkarte ins Bronzezeitalter sozusagen. Kann ja schön. Ups. Schön mit First Person arbeiten hier. Ja, schön ist auch relativ. Hier ist das Portal, okay. Noch ein Portal. Ah, jetzt ist das Ding schon wieder leer. Später gibt es bessere Schleifsteine, die allerdings den Nachteil haben, dass man sie nur an der Werkbank craften kann. Oh, jetzt ist es schon wieder Spaß ohne mich. Oh, ey. Kohle, Kohle, Kohle. Was haben wir hier Feines? Ein Häuslein. Es gibt nur veredelte Holzblöcke. Ich dachte, man könnte die Sachen im Ganzen eventuell mitnehmen, aber dem ist wohl nicht so. Also, warte mal, ich kann auch hier unten abbauen. Ah, hast du schon, okay. Ja, Pilze waren ganz gut, um Wasser zu kriegen, glaube ich. Ne? Ja, wir Ich müssen mal gucken. kann. Was für ein Wir geiles bauen Gebiet. eigentlich immer nach Bedarf. Genau, wir bauen eigentlich so nach Bedarf ab und kann auch mal sein, dass wir einfach mal ein bisschen eine Zeit lang einlegen, wo wir irgendwas zusammenfarmen, wenn uns jetzt auffällt, uns fehlt irgendwas ganz dringend und wir kommen irgendwie nicht mehr voran. Oder auch zum Farm eventuell für Hausutensilien und Ressourcen. Ah, ich kann nicht wegen dem Busch da. Das ist dann eben das Schöne, dass man dann auf der Map gucken kann, welche Rohstoffe es wo gibt, auf welcher Insel. Ja, das ist Dann sehr da freundlich. gezielt hinzureisen, ja. Und dann, wie gesagt, halt, wenn man zum Beispiel diese Map, ja, diese Karte hier, ist jetzt ein bisschen, ja, die ist auf jeden Fall ganz schön voll, ist auch eine vernünftige Größe. Könnte man zum Beispiel schon als erste grüne Heimatwelt irgendwie ausbauen. Aber wir können auch erstmal noch ein bisschen weiter gucken.
Ich setze hier schon mal in das Portal die Steine ein. Nee, nee, nee. Oh, der ist denn durch das Portal hergeflogen. Ja, da. Yeah, Glückwunsch. Das wäre jetzt natürlich eigentlich das Klügste gewesen, Level Up auch zu verwenden, bevor ich hier weiterkämpfe. Jo, bin ich auch. Sauber. Wieder richtig gut weggesprungen. Dreimal in die Fresse gekriegt. Wie war das nochmal? Diese bessere Sachen freischalten zum Bauen tun wir ja eigentlich über die besseren Altare bzw. Schmieden und sowas dann, ne? Genau, richtig. Die kann man ja auch in der Wertigkeit erhöhen, das dann eben 2 oder 3 vom Level her. Ja. Okay, hast du noch Bedarf hier an irgendwas direkt jetzt gerade? Müssen wir hier noch irgendwas suchen? Nochmal bitte? Müssen wir irgendwas noch direkt suchen hier gerade? Wüsste nicht, nee. Aber, also hier haben wir 2 Portale oder was? Ja. Okay, ja. Ja, vielleicht können wir das 2. Portal noch finden. Drei Portalsteine hätte ich nämlich schon wieder fertig. Und du ja bestimmt auch. Ich habe 5 Fragmente. Ja, hast du noch nicht ganz 3. Aber ich habe noch. Hab ich noch 2 Stück, ne? Habe ich, ja. Müssen wir noch kurz irgendwas umbringen. Ist hier kein Dungeon? Doch, bestimmt. Hier irgendwie, guck mal, hier ist ja so ein halbes Haus. Ach, ich habe das andere Portal gefunden. Das ist nämlich. Oh. Genau. Ups. Da, wo du jetzt hingeflogen bist. Okay. Okay, da kann ich schon mal rein. Mein Inventar ist voll. Das ist generell nicht gut. Ja, genau, einer fehlt noch. Also ich hätte auch noch ein Fragment. Ja, scheiße, fehlt uns noch ein Fragment, genau. Wie das schnell durch Steine klopfen zu erlangen. Ne? Ach Mensch. Da ist es, ja. Baue ich. Dann baue er aus. Jo. Ich glaube, währenddessen die Lampen. Jo. Man muss immer für später vorsorgen. Ja, ein Dungeon, also ja, weiß ich nicht. Wir könnten versuchen, hier aufs Dach zu klettern. Eventually. Oh Gott, das dauert ewig. Wo ist meine Erde da? Da ist durch die Bäume hier alles ein bisschen übersichtlich. Das ist richtig. So, ich gucke mal. Da hinten ist zum Beispiel noch so eine komische fleischfressende Pflanze links von dir. So eine haben wir hier noch nicht besiegt. Ansonsten, ich glaube, da in dem Haus waren wir schon. Ich glaube, also ich sehe gerade hier keines. Nee. Da ist auch, ach nee, ich weiß gar nicht, ob wir in dem Haus schon waren. Hier gibt es nämlich, ich sehe gerade mehrere verfallene Häuser. Lauf noch mal kurz. Die unten sind, ist es definitiv nicht. Lauf die noch mal kurz ab hier in die Häuser. Oh Scheiße. Ah, Panik. Eine wankende Blüte. Ja, die habe ich. Wollte eigentlich nur an denen vorbeigehen, aber es hat nicht funktioniert, das Vorbeigehen. Das kommt nicht weg.
Du hast es schon geschafft. Ach, die macht auch noch eine Giftgaswolke. Das ist fies, aber weißt du, was gerade passiert ist? Unsere Zeit ist abgelaufen. So schnell vergeht das hier schon. Okay. Naja, man muss sich immer echt beeilen, dass man eine Welt in einer Folge schafft, so nach dem Motto. Ja, diesmal. Ja? Ich mach ruhig, ja. Nee, du bist dran, du hast angefangen, also okay. Bist du auch am Ende dran. Jo, dann habe ich die Ehre. Genau, diesmal haben wir zwei Möglichkeiten, also zwei Portale, wo wir hinreisen. Das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.